In which? So, ihr repariert mal hier den Turm. Ihr stellt euch auch hier auf, weil hier brechen sie irgendwie öfter, versuchen sie öfter anzugreifen als da oben. Burek. Greg. Tayo. Entio. Und ja, die Ausbildungsgrenze ist erreicht, deswegen... Der Wächter ist fast wiederhergestellt. Ja, echt? Na, er braucht noch ungefähr 7000 Lebenspunkte. Übrigens, der Wächter. Dieser Wächter kann nur vom Sohn des Osiris zum Leben erweckt werden. Nachdem der Wächter früher erst dann erwachte, wenn er sein Schwert zurückerhielt, kann er nur allein durch den Sohn des Osiris zum Leben erweckt werden. Seine Macht ist ohnegleichen. Gegen ihn können selbst die niederen Titanen nicht bestehen. Jo, wir hatten den Wächter schon mal im Einsatz gegen Kemsits Armee damals. Das war, glaube ich, die zweite ägyptische Mission in der Hauptkampagne. Also nachdem wir in der ersten Mission in der Oase die... Ja. Das Schwert geborgen haben. Jetzt ist es mir wieder eingefallen, was ich sagen wollte. So, ihr nach hier bitte. Und dann brauche ich dringend noch eine neue Ladung von denen hier. Und eine neue Ladung von denen. Und ihr errichtet mir hier schön weiter fleißig. Passende Gebäude. Häuser. So, noch zwei Stück. Dann sind wir auf 8. Dass der Titan da einfach die ganze Zeit rumsteht. Ist jedenfalls gut für uns, dass er nicht hier hochkommt. Er fühlt sich wohl scheinbar noch nicht von uns bedroht. Das hier könnte ich mal machen. Da werden die Einheiten da drin schneller ausgebildet. Und vielleicht mal bei Speerträger etwas verbessern. Ach, und wieder ein Feuersiphon. Die sind nervig zu töten, die Dinger. Aber irgendwie flauten die gegnerischen Angriffe gerade ein bisschen ab, habe ich das Gefühl. Naja, hier drüben sind wir auch mittlerweile ziemlich stabil vertreten. Du kannst auch mal da runter von mir aus. So, mehr Gunst vom Monument, auch wenn wir es nicht brauchen. So, noch ein paar von denen. Und jetzt haben wir keine Nahrung mehr. Dann verbessert mal die Nahrungsbeschaffung. Und wir haben viel zu viel Gold. Ach ja, das wollte ich ja eigentlich auch machen. Komm, gerade weil wir es haben, kaufe ich mal zu diesem Zweck Nahrung. Ich habe extra die Waffenkammer gebaut und habe dann vergessen, dass ich da drin noch Upgrades machen wollte. Ach, und da ist mal wieder ein Angriff. Der Wächter ist fast wieder aufgeladen. Jo, der braucht viele Akkus. So, repariert mal bitte hier das Tor. Befestigter Wall. Das wäre auch mal nicht schlecht. Vor allem, warum muss der Wächter unbedingt außerhalb der Basis stehen? Garantiert, hier unten ist auch noch irgendwo eine Karawane versteckt. Da wir gerade etwas Luft haben. So, ihr beide könnt Holz hacken gehen. Wobei, wir brauchen mehr Nahrung. Also mehr Nahrungssammler. Bei Holzsammler habe ich schon 7, jetzt habe ich nur... Ich könnte ja mal im Hafen ein bisschen angeln gehen.
Gerek, ak, ak, ihre Fer. Ja. Ihre Fer. Und ich bin mir bewusst, Kai, dass wir gerade schon wieder angegriffen werden. Ihre Fer. Ihre Fer. Ak. Ich bin aber neugierig, ob es hier noch eine Karawane gibt. Ich habe mich nämlich irgendwie nie wirklich nach den Karawanen umgesehen. Ich bin hier hauptsächlich zufällig über die Karawanen gestolpert. Ja, tatsächlich, hier ist eine ziemlich große. Noch eine Kamelkarawane. Schickt sie zum Dorfzentrum unseres Verbündeten. Ja, die bringen auch wirklich viel Gold rein, wenn sie da wieder ankommen bei uns oben. Wir haben übrigens Seth als Hauptgott, fällt mir gerade so auf. Ah, nochmal Verbesserungen erforschen. Und da wäre noch eine Reliquie. Oh nein, ich will hier nicht weiter. Cerberus Hades, Cerberus, Anhänger des Uranus. Ja, und da sind gerade zwei von den Kamelen gestorben. Egal, wir haben mehr als genug Kamelkarawanen, um Gold zu kriegen. Und wir haben noch langsam wieder Truppen, die wir in den Kampf schicken können. So, Forschungen werden gemacht. Wie lange noch, bis er aufwacht? Ah, nicht mehr lange. Keine 2000 Lebenspunkte mehr, genau. Aber ich nehme mal nicht an, dass Cerberus hier ruhig rumstehen wird. Wissenschaftlicher Name, nicht klassifizierbare Gottheit. Über 30 Meter groß, Ernährung, Anbetung und Herrschaft. Die Titanen kommen aus der Unterwelt, um die Erde zu verwüsten. Titanen sind sehr gefährlich für alles, was sich in ihrer Nähe befindet. Soldaten, Zivilisten, Gebäude. Sie stellen die schöpferischen und zerstörerischen Kräfte der materiellen und immateriellen Welt dar. In den Zeiten vor den Göttern des Olymps und anderen jüngeren Göttern herrschten sie über den Kosmos. Sie waren die Altvorderen, die ersten Allmächtigen, die von ihren Nachkommen bezwungen und in die Tiefen des Tartaros gesteuert wurden. Sie herrschten über natürliche Phänomene wie Zeit, Wagemut und das Verborgene und auch über die Naturgewalten wie Sonne, Erde und Himmel. Auch andere Kulturen kannten solche Schöpfergottheiten, ihre eigene Art von Titan. Da war zum Beispiel Ymir, der uralte Frostriese aus der nordischen Mythologie, oder Gib und Nut, frühe ägyptische Gottheiten, die Erde und Himmel repräsentierten. Jo. Und da kommt schon wieder ein Feuersiphon auf uns zu. Haben die überhaupt einen Palast, in dem sie den ausbinden können? Oder spawnt das Zeug einfach nur? So, noch 10 Schleuderkämpfer. Auch wenn wir es langsam nicht mehr brauchen. Und er kommt. Es wäre töricht, die Stadt alleine. Der Titan kommt! Ja, nur mit dem Wächter haben wir eine Chance, wollte Castor gerade sagen. Und der Titan ist auf dem Weg hierher. Jetzt wird er genauso wie der letzte Titan wahrscheinlich durch meine Armee durchbolzen. Ihr konzentriert euch am besten auf den Titanen. Der heilt sich nämlich im Gegensatz zu Prometheus nicht. Und ja, man sieht, der Titan hat uns fast erreicht. Er weckt den Wächter. Ja. Ein Held ist gefallen. Und jetzt latscht er hier rum und das könnte jetzt langsam etwas knapp werden. Aber er bleibt da unten. Ja, der Wächter ist wohl erwacht. Aber erstmal müssen wir die Armee hier loswerden, die hier uns so im Weg rumsteht. Zerstöre unsere Feinde! Zerstöre den Titanen des Tartaros! Jo. Wächter, Angriff.
auf den Titan. Er hat schon mal doppelt so viele Lebenspunkte und um einiges höheren Angriff, der Wächter. Das ist eine lustige, unfaire Einheit eigentlich. Da, nur 7 Schaden rum. Während er den Titanen runterbolzt, wie nichts Gutes. Und dabei auch noch einem anderen Schaden macht. Ja, und wir haben mal Einblick in die gegnerische Basis. Ja, das Tartarus-Tor. Und die Anhänger des Suchers. Theoretisch könnten wir dann mit dem Wächter einfach da reinmarschieren und alles platt machen. Aber es geht ja nur um den Titan. Die Anhänger werden sich wahrscheinlich nachher gleich zurückziehen. Jo, wir haben gewonnen. Und wir setzen unsere Reise gleich ins nächste Szenario fort. Mission 9, Raserei. Ich wünschte, wir hätten diesen Wächter bei uns. Ich glaube nicht, dass wir ihn brauchen. Dieser Titan scheint viel schwächer zu sein. Das ist kein Titan. Richtig, der Titan ist dort drüben. Ich bin König Volstagg. König Volstagg? Kämpft ihr gegen den Titan? Ja, ich wollte gerade meine Leute sammeln. Ich glaube, sie können ihn ein wenig aufhalten. Ich glaube, wir sollten uns zusammentun. Ich habe eine Siedlung für dich. Errichte eine Siedlung dort. In dieser Schlacht wirst du viele Männer verlieren. Diese Nordmänner werden dir beim Bau des Lagers helfen. Erobern Sie die vom Volstagg zur Verfügung gestellte Siedlung und errichten Sie ein Lager. Jo. Und ja, Volstagg. Jo. König Volstagg, mythische Einheit, König der Frostriesen. Ein mächtiger Gigant, der Titan mit seinem Atem einfrieren kann. Alter Unbekannt, Heimatland Jütunheim. König der Riesen. Hobbys, Hüttenweitwurf, Rinder zum Nachtisch. Spezialangriff. Volstaggs eisiger Atem ist sogar stärker als der seiner Brüder, den Frostriesen. Mit ihm kann er Titanen einfrieren. Volstagg war unter den menschlichen Bewohnern des eisigen Midgards als Unruhestifter bekannt, der ihre Häuser zerstörte. Nachdem der große Akanthos von Atlantis Karensis darin gehindert hatte, Ragnarök über die Erde zu bringen, überdachte Volstagg seinen Hass auf die Menschheit. Durch eine Reihe von Taten, darunter die Zähmung des Nidhöggr, gewann er die Gunst der Einwohner Midgards und stiftete Frieden zwischen Riesen und Nordmännern. Ja, Volstagg, den haben wir bis jetzt noch nicht persönlich kennengelernt. Ja. Nur erst jetzt. Das war... Oh, wir haben wieder Fanatiker. Das war der König der Riesen, der uns schon im... Hauptspiel ein bisschen Probleme gemacht hat. Nämlich damals hat uns Skuld einfach sein Banner, was wir jetzt gerade eben auch wieder gesehen hatten, in die Hände gedrückt und hat damit die Nordmänner provoziert, uns anzugreifen. Damals war Volstagg eben noch böse, vor 10 Jahren. Jetzt ist der Titan böse. Der ziemlich ulkig aussieht auf dem Bild hier unten. Und ja, der Gegner nimmt jetzt ein Dorf ein und will damit uns auf die Nerven gehen. Das ist Spielchen kannten wir ja aus dem Hauptspiel bereits bei der Wächtermission, wo wir wieder da wären. Der Gegner wird jetzt anfangen, diese Dörfer zu zerstören, eins nach dem anderen. Und bei einem der Dörfer sollten wir versuchen, den Titanen aufzuhalten. Wir müssen den Titanen aufhalten, bevor er alle Dörfer zerstört. Ja, der Nidhögg könnte dieses Ungeheuer töten. Ich werde ihn rufen, aber das wird dauern. So, wir haben Thor als Haupthelden, also gehen wir auf Zwerge zum...
Gepan. Gehen wir auf Zwerggift zum... Ach kommt. Für die Ressourcen. Ja. Während wir hier versuchen, eine kleine Armee aufzuheben. Die uns helfen wird. Anscheinend kann Volstagg den Titanen einfrieren. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Nur jo. Mein Atem kann den Titanen aufhalten. Der Titan ist nicht ganz so das Problem. Den können wir wirklich mit Volstagg einfrieren. Immer wieder.